Endlich kann ich euch dieses Video hier zeigen, die zweite. Freunde, ich kann ihn, den Riffle-Fan. Und ich kann ihn seit 2 Monaten. Seit 2 Monaten sitze ich jeden Abend im Stream, schaue mir Riffle-Fan-Memes an, lese im Chat, ey, Matti, mach mal Riffle-Fan. Ach ja, du kannst ihn ja gar nicht. Und seit 2 Monaten muss ich da sitzen und... Ja, ich kann ihn nicht. Ihr seid lustig. Am liebsten hätte ich jedes Mal, wenn ich es gelesen habe im Chat, einfach direkt einen rausgehauen. Aber ich musste demütig bleiben. Ich musste mein Ego runterschlucken, denn sonst hätte die Überraschung nicht funktioniert. Die Katze ist aus dem Sack. Im Somnium Prestige Trailer habt ihr zum ersten Mal überhaupt in der Menschheitsgeschichte von mir einen Riffle-Fan gesehen. Die Reaktion im Chat während der Live-Premiere... Oh. Köstlich schmeckt nicht. Aber dafür, dass ich jetzt hier triumphierend sitzen kann, habe ich ganz schön leiden müssen. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wir schreiben das Jahr 1994. Am 31. März werde ich geboren. Okay, vielleicht nicht ganz von vorne. Spulen wir ins Jahr 2017. Da habe ich mich zum ersten Mal persönlich getroffen mit meinem Kumpel Haido. Und Hai hat einen Riffle-Fan rausgehauen und ich war Kameramann für sein Tutorial. Das heißt, seit 2017 weiß ich, wie das Ganze geht. Ich habe es versucht nachzumachen und bin gescheitert. Und so ging es jetzt wirklich 4 Jahre lang. Seit 4 Jahren weiß ich, wie diese Technik geht, aber immer wenn ich es probiert habe, hat es nicht funktioniert. Wir springen mal bis zum Dezember 2020. Da habe ich nämlich mein 2-jähriges Twitch-Jubiläum gefeiert mit euch zusammen und die Community hat eine heftige Community-Aktion veranstaltet unter dem Namen Mission Kappa. Das ganze Video dazu verlinke ich euch da oben auf meinem Zweitkanal. Das geht über 1 Stunde, glaube ich. Ich glaube 1,5 Stunden sogar. Da habe ich euch wirklich die wichtigsten Momente aus dem Stream zusammengeschnitten. Und in diesem Stream habe ich mich sehr gedemütigt gefühlt. Da wurde ich nämlich vor meinen, ich weiß gar nicht wie viel, es waren 200, 300 Zuschauern dazu aufgefordert, einen Riffle-Fan zu machen. Und ich habe mich sehr blamiert gefühlt, weil ich mich aufgezogen gefühlt habe. Es hat mich erinnert daran, wie es damals in der Schule war, als ich gemobbt wurde. Da sitzen gerade hunderte von Leuten und alle machen, er kann's nicht. Ja, das war für mich ein Erlebnis, das mich sehr auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, sozusagen. Solche Momente machen einen bodenständig, Freunde. Irgendwann bin ich ausgerastet und es ist zu diesem Moment hier gekommen. Und das war ein Schlüsselereignis. Ihr wisst ganz genau, ich habe mir geschworen, ich möchte den nicht können. Ich möchte den nicht können. Ich will das nicht. Aber stell dir vor, du kannst es auf einmal. Nein, ich werde niemals, niemals, das schwöre ich hoch und heilig, ich werde niemals den Riffle-Fan irgendwo öffentlich performen. In keinem Video oder sonst wo. Schwöre ich euch, so wahr ich hier sitze, ich boykottiere das. Ich boykottiere den Riffle-Fan. Selbst wenn ich der beste Riffle-Fan-Mensch auf der Welt wäre. Niemals, Alter. Zukunfts-Matti, wenn du es doch machst, ich hasse dich, Alter. Geh sterben. Wirklich. Mach so eine Kartenpistole. Schieß dir in den Kopf, Alter. Ja, bei dir rutscht es da mal sofort wieder raus. Ja, natürlich rutschen die raus, weil ich es nicht kann. Und ich es auch nicht können will. Ich weigere mich gerade. Ich will dir nicht können. Drecksruf. Vertrauen, nicht denken, Matti. Ja, genau. Ja, das ruf mal wieder. Ja, toll, sonst hält das. Reicht, oder? Mann, ey. Ja, ist jetzt nicht so verlaufen, wie ich es mir gedacht habe. Ja, und das, Freunde, das war nicht ich. Ein Matthias Berger sagt sowas nicht. Das werde ich niemals können, das werde ich niemals schaffen. Das war in dem Moment nicht ich. Ihr kennt mich, Freunde, ich bin ein ganz großer, jetzt erst recht Mensch. Und in dem Moment, als ich gesagt habe, ich werde ihn niemals machen, habe ich tief in mir eigentlich schon beschlossen, ich werde ihn lernen. Ich wusste nur noch nicht, in welchem Rahmen. Wahrscheinlich für die Prestige Edition für den Trailer, aber ich werde ihn lernen. Und ich werde es allen zeigen. Das ist aber ganz tief in mir passiert. Zum ersten Mal jemandem gesagt, habe ich das zu Hai. Und zwar in genau diesem Ausschnitt hier. Wir haben uns auf die Couch gesetzt und überlegt, was für Moves machen wir eigentlich für den Prestige Trailer. Und dann sagte Hai das hier. Also ich habe weißt du, was ich mache? Der Riffle-Fan zu machen. Nein, den mache ich. Den mache ich. Ich lerne nämlich bis Freitag den Riffle-Fan. No fucking way. Oh doch. Ich mach Riffle-Fan. Was meinst du, wie das die Leute überrascht, wenn ich einen Riffle-Fan mache? Japp, und genau dieser Gesichtsausdruck von Hai. Alleine der schon, dieses Du? Riffle-Fan? Ich weiß, dass Hai das nicht böse meinte, aber das war seine erste Reaktion. Und genau dieses Gesicht, das hat mich motiviert. Oh ja, okay, ja, ja, das ist genau der richtige Weg. Selbst Hai glaubt schon nicht daran und hat seine Zweifel. Was meinst du, wie die reagieren, wenn ich plötzlich einen Riffle-Fan mache? Ja, aber der muss halt wirklich... Ja, ja, der muss richtig big sein, weißt du? Nee, du weißt aber schon, wenn du den machst, dann muss der auch richtig big sein, ne? Einer der Gründe, warum Hai dieses Gesicht gemacht hat, diese Besprechung haben wir 3-4 Tage vor dem Dreh des Trailers gemacht. Das heißt, mein Beschluss, ich werde den Riffle-Fan im Trailer machen, war so kurzfristig, ich musste innerhalb von 3 Tagen
lernen, wie der Riffle-Fan geht. Abgesehen davon, dass es sowieso ein schwieriger Move ist und ich mich sowieso schwer tue damit und mich 4 Jahre lang schwer getan habe damit, abgesehen davon habe ich jetzt auch noch nur noch 3 Tage Zeit. Wer sich aktiv mit Cardistry auseinandersetzt, weiß, innerhalb von 3 Tagen lernst du kein Flourish so, dass es wirklich, wirklich gut aussieht. Und genau das hat mich noch mehr motiviert. Und die folgenden 3 Tage bestanden wirklich daraus, dass ich mich morgens hier hingesetzt habe und bis zum Schlafengehen abends den Riffle-Fan geübt habe. Natürlich habe ich nebenher noch meine Arbeiten gemacht und so weiter. Also ich habe jetzt nicht 12 Stunden lang nur Riffle-Fans gemacht, aber in jeder freien Minute habe ich geübt. Okay, also was ich gerade versuche, sind einfach verschiedene Griffe, verschiedene Positionen, an die ich meinen Zeigefinger legen könnte. Meine 2 Hauptprobleme sind, entweder sie fallen mir raus oder ich komme nicht ganz rum. Ja, das heißt, hier rutschen mir die Karten raus. Wenn ich zu viel Druck mit dem Zeigefinger ausübe, dann kommen sie nicht ganz rum. Und wenn ich weniger Druck ausübe, kommen sie zwar rum, aber sie rutschen mir raus. Ja, das nervt einfach des Todes. Ich finde nicht die perfekte Mitte. Ich habe jetzt echt alle Fehler ausgemerzt. Ich bremse nicht mehr irgendwo mit der Haut. Ich habe wirklich nur noch Kontakt mit dem Fingernagel. Ich probiere verschiedene Positionen aus, weiter links, weiter rechts. Ich probiere echt alles, ne? Und ich komme bis hierhin, aber ich schaffe es einfach nicht, komplett rumzukommen, ohne dass sie mir rausrutschen. Sowohl in der Tiefe als auch links-rechts technisch. Ich habe alles schon probiert. Ich habe es rechts in der Ecke, links in der Ecke probiert, in der Mitte, weiter unten, weiter innen, weiter außen. Ich habe alle Positionen schon probiert, die denkbar sind. Entweder ich habe nicht genug Druck und sie rutschen mir raus oder ich habe zu viel Druck und sie kommen nicht ganz rum. Ich habe probiert, mit dem Tilten der rechten Hand zu spielen. Das heißt, sozusagen weiter unten zu beginnen und dann während der Bewegung so eine Bewegung zu machen, so eine Kickbewegung und am Ende wieder gerade zu sein. Dann rutschen sie mir nach links hin raus. Das ist wirklich verrückt, aber ich habe 20 Troubleshooting-Videos geguckt mit Tipps auf YouTube. Ich habe mit vielen verschiedenen Leuten darüber gesprochen. Ich habe alles versucht und schaffe es einfach nicht. Also auf dem Daumen bremse ich anscheinend noch mehr mit der Haut. Deswegen mittlerweile, ich komme mit dem Zeigefinger besser klar. Wir haben jetzt Mittwoch. Übermorgen ist der Dreh an einem Freitag. Ich habe nur noch 2 Tage Zeit und muss es dann zuverlässig vor einer ganzen Filmcrew von 10 Leuten oder so zuverlässig performen können. Die können da auch nicht 2 Stunden lang filmen, bis ich zufällig einen Glückstake habe, sondern da muss Skill draus werden. Ich muss es können. Ja, guck, was ist das? Es rutscht mir immer raus. Bei mehr Druck mit der linken Hand bewegt es sich nicht und kommt nicht ganz rum. Weniger Druck in der linken Hand, sie rutschen mir raus. Es hält nicht. Bin ja immer optimistisch und zuversichtlich, aber jetzt gerade bin ich wieder an einem Punkt der Verzweiflung, wo ich so das Gefühl habe, Alter, niemals wird das funktionieren. Niemals werde ich das schaffen. Und das war jetzt so nach 2 Tagen, da hatte ich zwischenzeitlich echt kurz den Gedanken, ob ich vielleicht aufgeben sollte. Ob ich das vielleicht nicht schaffe, innerhalb von 3 Tagen zu lernen. Ob nicht vielleicht alle recht gehabt haben, ey, den kann ich nicht und den werde ich niemals können. Ob heiß Gesichtsausdruck, du willst den lernen, ob der nicht vielleicht wirklich berechtigt war. Und Freunde, in genau solchen Momenten, da kennt ihr mich, genau da gilt, jetzt erst recht. Okay, es sind mittlerweile etliche Stunden vergangen. Ich habe jetzt 20 Mal das Deck gewechselt, weil es muss immer ein frisches Deck sein. Aber tatsächlich habe ich Progress und zwar fällt es mir jetzt nicht mehr aus der Hand. Ich habe jetzt, glaube ich, genau die Stelle gefunden und den Druck gefunden, dass es mir schon mal nicht rausfällt. Jetzt ist nur noch das Problem, dass ich mit meinen Händen blockiere, sodass ich nicht ganz rumkomme. Das ist das einzige Problem. Ich komme so weit, aber nicht 360 Grad, weil ich jetzt mit meinen Fingern blockiere. Die stehen mir im Weg. Aber auch das Problem lässt sich lösen. Also ihr seht, es ist schon dunkel geworden draußen. Jetzt ist schon Licht an. Also ich bin jetzt seit heute Morgen dran. Ich habe immer wieder 1 Stunde intensiv geübt und dann 1/2 Stunde gechillt. 1 Stunde intensiv geübt, 1/2 Stunde gechillt und Pause gemacht. Und das ist, glaube ich, so die beste Herangehensweise an die Sache. Also ihr seht, ich komme immerhin schon mal in die Position rein, ohne dass mir alles aus der Hand fällt jedes Mal. Ab und zu fällt es noch raus, aber nicht jedes Mal. Und ich komme weiter und ich habe mehr Schwung. Das ist schon mal gut. Langsam besser und besser. Der war schon gar nicht so schlecht. Also ich glaube tatsächlich, es wird langsam. Mein Problem war, dass ich links, glaube ich, zu viel gewackelt habe. Ich muss genau auf den ganzen Fingernagel das drauflegen. Ich habe es immer versucht, nur auf der Nagelspitze. Und so kann ich es halt nicht balancieren. Es dreht sich dann zwar besser, aber es rutscht mir immer raus. Und wenn ich den ganzen Fingernagel, die ganze Fläche des Nagels benutze, dann habe ich einen besseren Halt. Jetzt müssen sie nur noch 360 Grad komplett rumkommen. Genau, also das Wichtige ist, glaube ich, was ich für mich mitgenommen habe, die linke Hand muss komplett stillhalten. Nur die rechte Hand und der rechte Arm machen die Bewegung. Die linke Hand bleibt komplett steady. Das hilft mir gerade so ein bisschen, dass ich es nur über rechts steuere. Und links lege ich auf den Tisch ab, sodass ich ja nicht auf die Idee komme, irgendwie abzufälschen. Das hilft schon extrem.
Ja, also ich komme viel weiter rum. Das hier sieht man noch, wie das fresh out of the box ist. Ja, die rutschen noch ziemlich. Jetzt nicht mehr 100% fresh, aber so ziemlich. Oh, okay. Blockieren noch mit der Haut, weil ich mich nicht ganz traue durchzuziehen. Ich muss es abschalten. Nur balancieren auf dem Nagel. Let's go. Mit dem Daumen ist die Sache, ich bin zuverlässiger und stabiler, aber ich komme nicht ganz rum. Aber beim Daumen blockiere ich hier mit dieser Stelle. Das ist das Problem. Also ich müsste wahrscheinlich so machen, um dich zu blockieren. Also, dass ihr euch nicht wundert. Die Roxy baut da hinten im Hintergrund nämlich was für meine Anker-Cheats. Ich freue mich. Na, kommst du voran? So ein bisschen? Testbohrung. Oha, da bin ich gespannt. Immerhin, ey, ich habe endlich den Druck gefunden. Jetzt ist es nur noch Übungssache. Ich freue mich gerade mega. So, ein Tag ist vergangen. Ich habe gestern gefühlt nichts anderes gemacht als Riffle-Fans geübt. Und ich glaube, ich habe den Dreh raus. Mein erster On-Camera-Riffle-Fan. Ich weiß nicht, warum die untere Karte hier irgendwie immer so komisch sitzt. Das verstehe ich noch nicht ganz. Aber ich glaube, man sieht deutlich einen Unterschied, ne? Ich weiß nur nicht, was bei der unteren Karte hier los ist. Warum die an meinem Fingernagel hängen bleibt. Ja, okay, gut, da sind jetzt zwei unten hängen geblieben. Also ich habe noch Übungsbedarf. Bis morgen muss das wirklich sitzen. Aber ich bin endlich zuversichtlich und ich habe nicht mehr Angst. Oh nein, das wird nichts. Oh nein, das wird nichts. Oh nein, das wird nichts. Ja, ich trage dasselbe T-Shirt wie gestern. Steinigt mich. Oh. Mhm. Ihr wisst, Freunde. Und diesen Satz wollte ich schon immer mal genau im richtigen Zusammenhang sagen. Du musst richtig big sein, weißt du? Du musst richtig big sein, weißt du? Jetzt sitzt schon mal das Prozedere. Jetzt weiß ich schon mal, wie es geht. Aber jetzt muss es auch noch schön werden. Endlich war es soweit, Freunde. Ich habe den Riffle-Fan gelernt. Nach 4 Jahren kann ich endlich dieses Flourish. Aber jetzt kommen wir zu folgendem Problem. Ich habe das gelernt, um es im Prestige-Trailer fortzuführen. Und wer meinen Vlog, den ich euch da oben in der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinke, schon gesehen hat, der weiß, in dem Raum, in dem wir gedreht haben, waren Minusgrade. Weil wir bei offener Tür bei minus 15 Grad auf einem Boot drehen mussten. Und nicht nur das, ich konnte nicht mich schön in eine Winterjacke einpacken und Handschuhe tragen, bis zu dem Moment, wo ich dann vor der Kamera den Riffle-Fan performe. Nein, ich stand auch noch nur in meinem Anzug draußen bei den minus 15 Grad ohne Handschuhe und musste die Hände aus den Taschen lassen, weil die Kamera ja schon lief und ich mein Whiskyglas in der Hand halte. Von dort aus reinging, das Glas abgestellt habe, Deck in die Hand genommen und dann kam der Riffle-Fan mit komplett eingefrorenen Händen. Als hätte ich nicht sowieso gerade eben diesen Move erst nach 3 Tagen gelernt. Nein, ich muss ihn auch noch direkt unter solchen Bedingungen von einem Team von 10, 15 Leuten vorführen, die alle darauf warten, dass ich es jetzt perfekt mache, weil wir nun ein ganz enges Zeitfenster hatten. Wir hatten wirklich super wenig Zeit für den Dreh. All das ging mir durch den Kopf, wirklich. In diesem Moment hier, den ich euch auch im Vlog mit reingepackt habe, wo ich nochmal am Üben war, in dem Moment ging mir nur eins durch den Kopf. Alter, hier sind jetzt wirklich 10, 15, 20 Leute. Es ist super, super, super wenig Zeit. Es ist super kalt, meine Hände sind kalt. Und jetzt soll ich das perfekt abliefern vor einer 25.000 Euro Kamera. Und als der Moment gekommen war, passierte das hier. Und dann passierte das hier. Schon besser, aber immer noch nicht optimal. Doch zum Glück war dann auch ein Versuch dabei, der so aussah. Dem war ich dann zufrieden. Der Riffle-Fan ist im Trailer. Die Reaktion von euch im Live-Chat war einfach die größte Belohnung ever dafür. Ich freue mich schon auf die ganzen Memes hierzu, zu meiner Demaskierung. Ha, ich konnte ihn doch die ganze Zeit. Das hier ist das Deck, das ich beim Trailer-Dreh benutzt habe vor 2 Monaten. Ihr seht, die Prestige-Karten sind ultra langlebig. Die sehen zwar schon gebraucht aus, aber fächern sich trotzdem noch super optimal. Und um euch die Langlebigkeit unserer Karten zu beweisen, Achtung, selbst ein Riffle-Fan geht auch nach 2 Monaten Nutzung dieses Decks noch. Einmal einen besseren Winkel. Dankeschön an alle für den riesigen Support beim Launch der Prestige Edition. Damit hätten wir nicht gerechnet. Es ist so explodiert, wirklich. Danke, danke, danke schön dafür. Danke, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Und jetzt ab auf somniumcards.de, wenn ihr noch kein Prestige-Deck bestellt habt. Der Link ist direkt ganz oben in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Matti. Und ciao.